Wir haben Gewächshäuser, wir haben Pflanzen in Kübeln, wir haben große Beete, wir haben auch wilde Beete, dann haben wir noch ein Indianerbeet und dann haben wir noch kleine Beete. Und heute will ich mal gucken, was wir hier noch so aus diesem Beet rausholen können. Das Beet ist so bummelig 2,5 Quadratmeter groß. Da sind Buschbohnen drin. Das ist die Sorte Purple TP. Das ist so eine lila Bohne. So, jetzt muss ich aber erstmal meinen Erntekorb holen. Noch ist er leer. Wie gesagt, dieses Beet hier, das ist so ungefähr 2,5 Quadratmeter groß, also 2 Meter lang, ein bisschen mehr als 2 Meter, 1,20 Meter breit. So kommt man überall sehr gut ran. Das ist wirklich eine praktische Größe. Wir haben hier Buschbohnen drin. Das ist die Sorte Purple TP. Das ist eine lila Bohne oder eine blaue Bohne, je nachdem. Blauer Korb, blaue Bohne, passt ja. Wir haben hier schon einen halben Korb voll geerntet. So ungefähr, also etwas mehr als einen halben Korb. Wir haben letzte Woche eine Ernte gehabt. Davor hatten wir eine Ernte mit, sagen wir mal, 2 bis 3 Händen voll. Also etwas mehr als ein halber Korb ist hier schon zusammengekommen. Und jetzt gucken wir mal, was wir hier heute noch zusammenkriegen. Das ist auch immer noch nicht am Ende. Die Dinger blühen noch, also da wird noch mehr passieren. So, ich gehe jetzt mal Stück für Stück durch und dann gucken wir mal, was hier so alles zusammenkommt. Bei Bohnen soll man wohl so aufpassen, dass man da nicht die Bohnenpflanze selber kaputt macht. Deswegen soll man die immer mit 2 Händen ernten. Das heißt, mit einer Hand hält man den Stängel fest, mit der anderen knippt man die Bohne ab. Habe ich so gehört. Funktioniert auch gut, was soll's. Ich habe es auch schon mit einer Hand gemacht, passiert eigentlich auch nichts, aber naja, ich höre mal auf das, was mir gesagt wird. Ne? So, und wie gesagt, Stück für Stück gehen wir jetzt mal hier vor und gucken, was da zusammenkommt. Ne? Oha, das wird ein ganzer Haufen. Das Ernten ist ja gar nicht so schlimm. Nachher das geschnippelt, dann geht das los. Dafür sind die auch lecker. So, das ist die Ausbeute. Und wenn man bedenkt, dass das eigentlich ein richtig kleines Beet ist. Das war eine Saatpackung. Wir haben hier wieder einen Dreiviertelkorb voll. Ich schätze mal so ungefähr, ich würde mal sagen so um die 3 Kilo. Ich habe leider keine Ware hier. Ich finde, das ist eine echte Ausbeute. Wir hatten vorher schon einen halben Korb, jetzt nochmal einen Dreiviertelkorb. Da hängt noch jede Menge dran. Also kleinere, das blüht noch. Also da wird noch einiges passieren. Das ist, finde ich, eine richtig schöne Ausbeute. Und jetzt geht's ein bisschen ans Schnibbeln. Zugegeben, mit Geschnibbel hat er echt nicht mehr viel zu tun, weil es wird langsam spät. Ich muss bald nach Hause. Ich knippe hier nur das Ende so ein bisschen ab, hau das im Pott rein, die Bohne, und dann wird das gleich noch mal kurz auf den Herd gepackt zum Blanchieren, damit das fertig ist für die Gefriertruhe. Mehr mache ich hier nicht mehr, reicht ja auch. Das muss auch nicht immer geschnibbelt werden, man kann die Bohne auch ganz essen. So, Korb ist gleich leer, der Pott ist gleich voll, das ist ein 10 Liter Pott und das soll wohl meiner Meinung nach eine ganz gute Ausbeute sein.
So, die Bohnen sind fertig zum Einfrieren. Das Interessante an dieser Sorte ist, die sind ja nun mal erst lila und wenn man die jetzt kocht, werden die grün. So richtig schön grün wie ganz normale Bohnen. Ich habe festgestellt, dass zum Einfrieren das richtig eine praktische Sache ist, weil sobald die grün sind, sind die genau richtig blanchiert. Nicht zu doll, nicht zu wenig. Funktioniert wunderbar, habe ich so beobachtet. Klappt wunderbar. In diesem Sinne, sei schlau, mach blau, zumindest was die Bohnen angeht. Bis zum nächsten Mal.